Primus inter pares auf dem Sektor der Geschäftswagen der gehobenen Mittelklasse ist unangefochten der Audi A6, gerne auch als Avant in der Kombi-Version. Damit diese herausragende Stellung auch so bleibt, manifestiert die Audi AG dies im neuen Generationsmodell. Optional bietet Audi im A6 Avant eine Allradlenkung. Bis zu 60 km/h lenken die Hinterräder gegenläufig, um den Wendekreis auf fast 11 Meter zu minimieren. Bestwert in der 5-Meter-Klasse. Bei höheren Geschwindigkeiten schlagen die Räder beider Achsen parallel ein, um damit die Spurstabilität zu erhöhen. Neben einem Fahrwerk, welches mit normaler Spiralfeder aus Stahl gefertigt ist, bietet der Audi A6 Avant optional ein Sportfahrwerk. Ein Fahrwerk mit Dämpferregelung und sogar ein luftgefedertes Fahrwerk ebenfalls mit aktiver Dämpferregelung an. Im Interieur sind bis zu drei großflächige Bildschirme verbaut, die die Fahrinformation und die Steuerungselemente von Navi, Infotainment und Komforteinstellungen verknüpfen und steuern lassen. Alle Motorisierungen des A6 Avant sind mit einer Mildhybridtechnik kombiniert, die die sparsamen Vorteile dieses Systems ausnutzen. Den vielfältigen Fahrerassistenzsystemen stehen zur Überwachung der Daten bis zu 5 Radsensoren, 5 Kameras, 12 Ultraschallsensoren und die eines Laserscanners zur Verfügung, um zentral über ein Fahrerassistenzsteuergerät die Fahrt so angenehm wie möglich und so sicher wie nötig zu absolvieren. Mit 565 bis 1680 Liter Ladevolumen gehört der neue Audi A6 Avant zu den Lademeistern. Der wahlweise Quattro-Antrieb sorgt für beste Traktion unter vollem Leistungseinsatz oder bei wechselnden Fahrbahnbedingungen.